Servus Leute, Kers Freak ist back und ich darf euch heute wieder mal ganz gechillt begrüßen. I'm coming like a train. Du Bastard. Auf jeden Fall, Leute, sind wir gerade hier in dem Hotelzimmer von Apo RED, Leute. Und wir haben uns heute überlegt, und zwar ganz, ganz viele immer in die Kommentare geschrieben, Case, wann machst du mal Watching Old Videos? Und da habe ich mir gedacht, ohne Witz, Leute, warum eigentlich nicht? Ich zeige euch mal die behindertsten Videos von mir, die ich damals aufgenommen habe. Für die ein oder anderen Videos schäme ich mich sogar. Aber immer ganz gechillt bleiben. Ganz, ganz kurz nochmal, ganz kurz, Leute, bevor das Video anfängt. Und zwar habe ich ein Gewinnspiel. Oh shit, Digga, ich habe mein Handy runtergeschmissen. Und zwar habe ich ein Gewinnspiel rausgehauen auf meiner Facebook-Seite, Leute. Da könnt ihr solche Handyhüllen gewinnen. Richtig, oh, nice. Fresh, Alter. Cool, fresh. Genau, die Fresh at the New Handyhülle könnt ihr auch gewinnen. Und sogar zwei Fresh at the New Caps solltet ihr unbedingt vorbeischauen. Dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. I'm coming like a train. So, Leute, ja. Wir schauen uns echt. Also, ich habe ja einige Videos gelöscht, Leute, weil sie dann doch nicht... Weil die zu broke waren einfach. Die waren einfach zu broke, Leute. Und meine ganz, ganz ersten Videos sind übrig geblieben, Leute. Die habe ich open gelassen. Ich muss auch erwähnen, dass ich auch KS, also wir kennen uns schon vor... Also wir kennen uns beide schon, bevor wir YouTube angefangen haben. Und deswegen kenne ich auch seine ganz alten Videos. Und ich wähle auch die Videos aus. Das ist echt heftig, Leute. Das ist eigentlich richtig heftig. Schreibt in die Kommentare, wie heftig das ohne ist. Ohne Witz, Leute. Schreibt auch wirklich in die Kommentare, ob ihr diese Videos noch kennt, Leute. Ohne Witz, Alter. Kennt ihr die Videos noch? Hau mal raus direkt. Wir fangen an mit einem Video, das vor 2 Jahren und 8 Monaten entstanden ist. Wie bekommt man am leichtesten Nuklear? Wie hat er angefangen? Touch it, bring it, babe. Watch it, turn it, leave it. Nuklear! Touch it, bring it, babe. Watch it, turn it, leave it. Nuklear! Beatbox war schon nice. Nuklear! Digga, was ist denn mit mir los, Alter? Servus, Leute. Chaos Freak is back. Heute hier mit einem Flawless Gameplay. Das Spiel endet 87-0. Ich erhalte meine Nuklearmedaille. Und Papa KS ist stolz auf mich. In dem Moment denkt man sich, was ist das für eine abgefuckte Missgeburt? Also das Intro hat sich ja um einiges verändert, Leute. Jetzt zum Vergleich von heute. Heute ist es einfach viel epischer, Leute. Epische Musik an? Servus, Leute, Chaos Freak ist back, motherfuckers, motherfuckers! Motherfucker, motherfucker! Immer ganz gechillt bleiben, Leute, ja. KS hat als 5000 Abonnenten-Special ein Real-Life-Special gemacht und hat da 2 Videos hochgeladen. Das erste ist alleine, ist broke. Wir gucken uns einfach das an mit seiner Freundin direkt. Das Intro war richtig nice. Ja. Das war mein Lieblingssong damals. Das war heftig, Digga. If you call me the Joker. Guck mal, diese Broke-Quali, Alter. Ja, damals war die Quali auf jeden Fall broke, Leute. Also, da bin ich auch ganz ehrlich zu euch. Leute, guck mal, hört mal zu. Leute, KS Girl ist hier. Ich möchte euch ganz gechillt begrüßen zum zweiten Part von... Wie nochmal? Real Life Special Video. Das tut mir heute auch extrem leid, Alter. Das Ding ist, damals war ich so ein Niggi ohne Witz. Ich war so eine Missgeburt. Ich habe damals meine Freundin dazu gezwungen, dass sie da auch mitmacht und dass sie das einspricht, Leute, ja. Also damals mochte sie es gar nicht. Heute ist sie richtig gerne dabei, macht das auch von Herzen gerne, unterstützt mich auch bei YouTube in jeder Hinsicht, Leute. Aber das tut mir einfach nur heute noch leid, wenn ich diesen fucking Anfang sehe. Vor 2 Jahren, Leute, mein erstes motherfucking Turmspring-Video. So, Leute, das gebt euch das Shit, war natürlich auch mit dem Handy abgefilmt. Aber heftiger Aufruf, über 100.000, er ist der mit der roten Hose, Freunde, gönnt euch den. Auch damals komplett ohne Musik, hat mich nicht gejuckt oder sonst was. Hier schön mit Wind, oh nice. Damals wussten die Kiddies noch nicht, wer ich bin, heute kann ich nicht mehr normal baden gehen. Ist aber echt so. Oh no, Alter. Das war schon heftig, Digga. Aber Leute, check mal diese Qualität. Ich lass noch einmal laufen. Ja. Check mal diese Qualität, ne? Es war nur ein Winkel. Selbst die Quali war da broke. Die Farben richtig deaf. Ich lege heutzutage ganz, ganz viel Wert auf Qualität, Leute. Und auf Personality und auf Unterhaltung. Einfach mal die Steigerung von damals auf heute. Möchte ich einfach mal zeigen, diesen Unterschied, Leute. Gebt euch mal diesen motherfucking Unterschied, Alter. Ich habe auch zu KS gesagt, das passt so heftig auch zum Lied, ne? Das könnte das Official Video sein, zum Track, was hier läuft, ne? Das ist auch mein meistgeklicktes Video, Leute. Ja. Mit über 800.000 Klicks. Das müsst ihr euch nochmal gönnen, Leute. Das ist richtig heftig, Alter. Road to 1 Million. Gebt euch mal den heftigen Shit. Da habe ich mir so viel Mühe gegeben beim Schneiden. Alles, Leute. Ab jetzt, Alter. Ich hab so geswettet. Komplett.
Hör, guck mal, wie das passt, Alter. Das ist zu heftig. Jetzt kurz dieser. Da habe ich am extra was zwischengepackt, weil der Beat auch nicht gepasst hätte. Ich dachte, ich habe die wehgetan. Du siehst mal so ein Körper, Digga, ist schon heftig. Die haben ja scheiß Selfie-Standwerke. Aber jetzt den Übergang feiere ich am meisten, Leute. Gib dich mal den Shit. Das ist so dynamisch, Alter. Gib dich das jetzt. Jetzt genau. Da. Das Wetter war an dem Tag auch nicht so gut. Aber trotzdem muss es für diesen Effekt wieder aussehen müssen. Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall neu. Digga, einfach dieser Qualitätsunterschied von damals, Leute. Ohne Scheiß, darf ich schon einen Daumen nach oben. Das ist echt so, Leute. Ich werd mir auch beim nächsten Turmspringen-Video, das wird nächstes Jahr safe kommen, Leute, werde ich mir noch mehr Mühe geben. Aber ganz, ganz wichtig, wenn ein Video zu professionell ist, verliert es oftmals an Personality, Leute. Das will ich auch nicht. Deswegen, ich werde mir auf jeden Fall das überlegen, Leute. Und dann kommen wir zum nächsten Video. Mein allererstes Trampolinspringen-Video. Vor 2 Jahren hochgeladen, über 100.000 Klicks. Ich glaube, ich meinte damals schon, soll ich sie mit dem Fuß wegschießen, Alter. Der Beat, Digga. Der Beat ist nice. Digga, was Grabi damals schon drauf hatte, Leute. Gebt euch mal den Shit, Alter. Der Typ ist einfach zu behindert. Grabi kann ohne Witz alles. Es gibt nichts, was er nicht kann. Wahrscheinlich nichts, aber mit Helmkamera. Alles klar. Warte, wir gucken, ich weiß ganz genau, das ist mein erstes 10-Arten-Video, wo Grappi richtig gut abgeht. Das können wir uns angucken, Digi. Hier, yeah. Hier zum Vergleich nochmal, Leute, der Profi. Das ist heftig, Alter. Ja, da hat auch die Musik perfekt gepasst, Alter. Ja, Mann. Oh no, Alter. Ja, das ist schon Premium-Shit, Alter. Das ist aber sogar der gleiche Platz zum Aufnehmen. Dann wir, das ist der gleiche Platz, was wir aufgenommen haben, Leute. Das ist derselbe Platz. Ja, das ist derselbe Platz, Leute. Aber das ist heftig, wie er so hier reingeht. Zack! Bam, das war richtig. Versteht ihr, Leute, was ich meine? So, auch in dem Bereich komplett anderer Style, andere Aufnahmen. Es ist einfach diese Wirkung, ne? Andere Übergänge, alles. Ist echt so. Leute, wir schauen uns mal sein Real Talk Video an, das erste Mal mit einem Mädchen. Ohne Witz, Leute, gebt euch, drückt mal auf Stopp, Digi, kurz. Ihr müsst jetzt, gebt euch mal, wie ich aussehe und dann gebt euch einfach mal, wie Krappi aussieht. Das Krappi ist, das ist einfach too much, Alter. Ich glaube, ich war einfach die Vorzeige missgeburt damals. Zeig einfach mal, wo reinkommt. Nein. Drück auf Stopp. Warte, wenn die Missgeburt reinkommt. Nein, das hast du jetzt nein, nicht gemacht. Nein, Digga. Warte. Wartet, Leute, warte. Guckt euch Kapi an. Guck. Digga, was ist mit seinem fucking Kopf los, Digga, Alter? Was war das für Haare, Alter? Ich schau aus wie eine Missgeburt, ja, aber Grappi ist der ultimative Eierkopf mit dem fucking Pinsel. Damals hat er noch keinen Bart. Er sieht ja richtig fresh aus, ja, vom Ding. Bart ist das. Aber damals. Oh no, he didn't. Was war ein Eierkopf? Ja, Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Leute, schaut unbedingt, Leute, wirklich bei ApoRD vorbei. Leute, der hat nämlich ein Amazing Talent hochgeladen. Das heißt, wir gucken sich Talente an, Leute. Ungefähr in dem Style, was ich heute hochgeladen habe. Wirklich sehr, sehr interessant. Bin ich nämlich auch mit am Start. Ganz oben verlinkt. Schaut auf jeden Fall auch bei Instagram vorbei, Leute, bei meinem Instagram-Account. Ich bin kurz vor den 150.000. Das wäre richtig, richtig nice, wenn ich so 150.000 da stehen hätte. Wahrscheinlich folgt mir jetzt keiner. Ah, folgt mir nicht, Leute. Ja, aber falls ihr Bock habt, Leute, auf ein Video morgen und übermorgen, dann wären so 30.000 Likes richtig gechillt, dann lade ich Samstag und Sonntag hoch. Das sind ja nur 30.000. Likes, ne? Dieser scheiß Stuhl. Ja, ich bin auf jeden Fall raus. Danke fürs Zusehen. Servus.